Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu My Time at Porsche. Was ist denn da? Ach so, das sind Schnecken. Schneckma. Ja klar, wieso sollten sie auch anders heißen? Da drüben liegt nicht nur eine Kiste, aber ich kann nicht ins Wasser gehen. Habe ich jetzt Leben verloren? Nee, okay. So, okay. Die Lamas schlafen wieder oder sind wieder am Chillen? Okay. Toadi, Russo. Oh, die haben aufgehört zu killen. Was ist der? Der Bürgermeister. Irgendeinen von den Brüdern haben wir noch nicht kennengelernt. Erva. Boy, I heard about you at the fireside meeting. So how long are you gonna stay here? Ich weiß noch nicht, mal gucken. Schauen einfach mal. Porsche is becoming a hot destination for immigration, you know. Many people are moving here from the surrounding free cities. Echt, das ist ja voll cool. Ach, der hat auch so ein T-Shirt an. Daran kann man sich orientieren. Na gut, es steht ja auch drüber, wie die heißen, ne? Was ist denn das Blaue da vorne? Ach so, das sind, glaube ich, so Steine. Ich glaube, wir könnten nicht so viel sehen, ne? Es ist viel zu dunkel. Also zu dunkel. Zu dunkel, um hier weiter erkunden zu gehen. Aber wir können ja mal wieder gegen Bäume treten. Ich brauche immer noch ein bisschen. Have you seen me? Hast du mich gesehen? So, nee, du hast nichts weiter zu sagen. Okay, ich dachte, sie will irgendwas zu diesem Poster sagen, weil sie steht davor und es sieht traurig aus. Was ich sagen wollte, die brauchen ja noch ein bisschen Seide, weil ich möchte auch gerne eine Schmiede herstellen. Schmiede? Eine Angel, wollte ich sagen. Achso. Da kann man nicht gegentreten, weil das ist viel zu groß. Natürlich kann man da nicht gegentreten. Und wir können hier die Sachen einsammeln. Wir haben eine Raupe eingesammelt. Die sind als Köder. Ich habe die sogar jetzt in der Hand. Das ist Raupi. Raupi ist mein bester Freund. Niemand darf Raupi wehtun. Papa Bär. Bist du der einzige Papa Bär? Das tut mir aber leid. Wir reden später darüber, okay? Da kannst du dich mal richtig ausquatschen. Ich glaube, das Mädchen da kennen wir auch noch nicht. Die quatschen wir auch mal an. Oh, der stalkt die da. Ich glaube, wir müssen sie... Naja, ich habe dich erwischt. You must be the new builder. It's so nice to meet you. I'm Ginger. Hope you find our little town fitting. Was macht der da? Kannst du nicht fahren? Hast du gesoffen oder? Dust is a great brother. Ach, ist ihr Bruder. He's always worrying about me, even though I'm not a child anymore. Noch eine süße Stimme. Dein Bruder. Ich dachte, das wäre dein Lover. Ah, er hat die Straße gefunden, ja? Wow. Okay, ja. Ich wollte noch eine Schmiede herstellen. Hm, wer läuft denn da zu
spät durch die Nacht. Es ist irgendjemand, der über irgendwas wacht. Carol! Hallo! Was hast du gemacht? Mars is always telling the worst jokes. Goodbye. Ich habe noch keinen von denen gehört. Du solltest vielleicht die Musik ein bisschen leiser machen, dann kannst du auch besser Auto fahren. Gibt's ja nicht. Achso, ist Holz. Ja gut, Holz brauchen wir auch. Wir haben ein bisschen Holz mit. Wir müssen ja ein bisschen befeuern, sonst hält das nicht. Für das, was. Da kommt, glaube ich, eh nur Pflanzenschafe raus, oder? Ah, ein bisschen Holz. So. Oh. Okay. 27 Holz. Den nehmen wir auch noch mit hier. So. Oh, okay. Wir können eine Klinge herstellen. Das ist sehr gut. Und hier machen wir nochmal Holz rein. 19 Stunden. Sollte ja eigentlich... Ja, dann ausgehen, sag ich jetzt mal. Haben wir irgendwo Fasern hingetan? Ja, haben wir. Kräuter packen wir mal hier rein. Die haben wir ja sowieso da drin. Und die Würmer hatten wir da. Raupen. Entschuldigung, das sind Raupen. Stand da gerade 1000? 782, ach, wir waren ja was essen. So, ich will mal eben warten, bis die... Ne, ich will nicht warten, bis sie fertig ist. Wir gehen schlafen. Ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon spät. So. So you're the new builder in town. I heard you're from Ja, wir haben schon dreimal getroffen. It's a lot more humid here in Portia. Have you got used to the humidity here? Well, that's all right. We have a recipe here to help cope with the humidity. Okay. Just use some milk, golden salmon, and salt to make the creamy salmon stew. Oh, perhaps you don't have any cooking equipment. Talk with the ladies at the research center. They should be able to help you. Okay, dankeschön. Das habe ich gar nicht vorgelesen, was der... Oh, Leo war. Mit dem haben wir auch noch nicht unterhalten. Warte. Who are you? Are you a spy for the Duvos Empire? Huh? You're just the new builder. Hmm, suspicious. Okay, okay. Das ist der mit der Blümchenunterhose. When I was little, I always tried to imagine that I was invisible. For a while, I actually believed it myself. Until my teacher told me to turn in my homework. Okay, jetzt habe ich das mal gerade richtig durchgelesen. Ich habe nämlich gerade überlegt, eine Eselsbrücke. Herzchenunterhose und Liuva. Liuva sieht aus wie Liebe. Herzchen haben was mit Liebe zu tun. Liuva, Liebe. Ja. Merke ich mir sowieso nicht. Ja, wir haben Post gekriegt vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte komm! Ausrufezeichen. Pünktlich um 19 Uhr. Ausrufezeichen. Bitte komm. Wir haben so gezwungen. Ach so. Müsste ja jetzt fertig sein. Wir wurden ja unterbrochen von unserem netten Doktor, der vergessen hat, dass er uns getroffen hat. Ach so. Und ich habe vergessen, dass ich ja... Hä? Ich habe hier nur... Ach so.
weil ich die ja hier so benannt habe, habe ich natürlich jetzt die Fertigkiste nicht hier. Ach, da. Da war sie. Give it to me. So. Okay, jetzt brauchen wir nur noch 5 Steinziegel. Ist ja nicht egal. Komme ich so schneller dahin? Natürlich wieder ein zu weit. Okay, wenn das dann durch ist, werden wir die Steinziegel herstellen. Genau. Wir gehen in die Stadt. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Neues haben. Vielleicht finden wir ja auch irgendeine Quest, zufälligerweise. Ist auch gar nicht aufgefallen, dass da hinten auch so ein Spinnenweben sind und so. Voll ekelhaft. Isaac ist wieder hier. Hello. You're the new builder, I suppose. I hope you're wiser and more reasonable than the other builder in town. I think he's a fool. Life is time, so enjoy your time in Portia, but don't waste mine. Okay. Achso. Wir konnten mit ihm Spiel 5 Gewinn spielen. Ah, das werden wir mal später mal machen. Ja. Wenn wir irgendwann mal. Also wir können sonst immer Steinschere Papier spielen, aber mit ihm kann man 5 Gewinn spielen. Ist ja voll nett. Steht ja aber nur hier morgens mit seinem Fisch. Mal kurz mal auf den Kalender gucken. Wir sind hier. Oh, hier ist für uns eine, ein Eintrag gemacht worden. Alles klar. Hier ist es Fisch, der Angeltag. So ein Wettbewerb. Beim ersten Mal, als ich da mitgemacht habe, wusste ich gar nicht, dass ich mich erstmal registrieren muss, um dann mitmachen zu können. Ich habe einfach geangelt, hatte plötzlich keine Köder mehr und wusste nicht, wo ich neue herkriege. Oh, Kiste. Oh, Aprikosensaft. Okay, wir gehen einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht sehen wir noch irgendwas, was wir triggern können. Ich frage mich, wann das da aufmacht. Da läuft schon wieder ein Pferdchen. Ganz alleine. Pfeil. Ich möchte reiten. Oh, hier ist auch eine Kiste. Aromaapfel. Ah, wir können mal oben zu dieser Kirche gehen. Genau, das machen wir mal. Ich glaube, da oben ist auch eine Kiste. Aufgaben. Hä? Können wir ja noch keine machen. Weil wir werden uns gleich mal darum kümmern, mal eine zweite Schmiede herzustellen. Weil es wird auch ein bisschen dauern, bis wir den Ofen herstellen können. Wir brauchen dafür ein bisschen Zeug. Zur Kirche des Lichts. Mhm. Da steht wahrscheinlich das Gleiche. Sieht nicht sehr sicher aus hier, diese Konstruktion, oder? Und eine bestimmte Uhrzeit kommen die auch alle. Ah, die sind schon da. Kann ich mich auch hinsetzen? Ich will mich hier hinsetzen. Wir dürfen nie wieder. Was? Wir dürfen diesen Planeten nie wieder nach Belieben verschmutzen und ausbeuten. Wir müssen in Frieden und Harmonie leben. Liebt euren Nächsten. Vor hunderten von Jahren stiegen wir Menschen dank unserer technischen Raffinesse zu großen Höhen auf. Ja, okay. Aber wir haben uns getäuscht. Egal, was wir tun, das Universum ist sein eigener Herr. Es war schon... Es ist zu schnell. Wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen die 200 Jahre unter einem verdunkelten Himmel nicht vergessen, denn wir selbst geschafft haben. Keine Ahnung, ich wollte schnell lesen. Das ist hier aber nicht so toll. Ich habe die Kiste gesehen. Lucy.
Hi. We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. I'm Lucy. I'm a teacher at the Porsche School. Ah, du bist die Lehrerin. Even though Porsche mal während der Messe stören. The kids here are just as curious about the world as anywhere else. The feeling of achievement that I get when I see them advance in their studies is just indescribable. Hm. Immer noch da. Haha. Getrocknete Apfelringe. Ja. It's okay. Boah, sieht schön aus hier. Was das da wohl ist? Da unten waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt hin. Oh, wir werden gefüttert. Sophie ist da in der Mitte. Voll süß. Das ist doch eine Kiste. Hm. Was man alles so findet. Noch mehr getrocknete Apfelringe. Oh, das haben die voll süß gemacht. Laufen da alle um die herum und... Ach, niedlich. Jetzt wirft sie wieder. Zack. No, süß. Gerade mal gucken. Oh. Hey. The tree farm is extremely environmentally friendly. We planted everything in there. Okay. Ein Lager für Holzrohstoffe. Baumschule zurzeit geschlossen. Toll. Cool. An der PS4 bin ich hier nicht reingekommen. Dann gucken wir uns doch direkt mal ein bisschen um. Das ist ja voll cool. Das ist das Gebäude, was wir von oben gesehen haben, ne? Wir kommen hier nicht rein. Was ist das denn da? Ist das ein riesiger Pilz oder was? Steht das gleich auf und frisst mich? Oh, wir haben wieder eine Raupe gekriegt. Ich wollte mal auf die andere Seite. Ich trage wieder Raupi mit mir rum. Hä? Was für ein Krach? Hm. Okay. Ich habe da gesehen, da ist noch ein Pilz. Ja, ich muss ja nicht alle Pilze einsammeln. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Oh, da hinten geht's hoch. 12 Uhr Mittag, fast den ganzen Tag damit verschwendet, einfach nur durch die Gegend zu laufen. Wie weitläufig das hier ist. Boah, das ist ja voll cool. Splatsch, 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 splatsch. Aber keine Tiere, ne? Aber da können wir hoch. Cool. Ah, eine Brücke. Muss man anscheinend reparieren, gehe ich mal von aus.
Voll cool. Bam, 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 bam. Baumschule. Was man da wohl machen kann. Gut, Rohstoffe kaufen wahrscheinlich. Vielleicht wird das dann mit dem Holz sammeln ein bisschen einfacher. Oder Holz zusammenkriegen, weil ich finde, das ist irgendwie nicht so leicht wie Stein. Stein kriegt man ja immer zusammen, weil wenn man in dieser Ruine rumläuft und dann da nach den Relikten sucht oder Kupfer oder sowas dann halt abbaut, dann hat man ja automatisch dann auch Stein mit dabei. Stein hat man eigentlich immer genug, würde ich behaupten. Das ist, glaube ich, in der Stadt. Ich weiß nicht, wofür dieses Pavillon oder dieser Käfig sein soll. Eine Steinformation hier. Relikte einer alten Mauer vielleicht. Na gut. War jetzt nicht so spektakulär, wie ich erhofft hatte. Aber ist schon cool. Wir haben auf jeden Fall gesehen, da hinten ist noch eine Brücke, die Dava ist hier für zuständig. Die kann man, denke ich mal, noch reparieren oder irgendeinen Mechanismus einbauen oder sowas. Jo. Dann kann man das nämlich auch weiter. Mit der Brücke kommen wir ja auf die nächste Insel. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Zumindest jetzt bis jetzt noch nicht. Wir werden es ja herausfinden. Da hinten waren wir schon mal. Guck doch mal, was ist denn da vorne? Da oben ist auch eine Kiste drauf. Die sieht man meilenweit. Oder das Ödland. Oh, guck mal, wie süß diese Schafe sind. Aber die kann man nicht hochheben, leider. Gibt es ein Babyschaf? Wo ist ein Babyschaf? Ich will ein Babyschaf sehen. Zeigt mir eure Babys. Gibt es nicht. Achso, ich dachte, hier wäre ein Tor. Aber Baby gibt es. Ja. Okay. Ja. Schmetterlinge. Achso, ich wollte sagen, war das der Haufen eventuell? Nee. Zufall, oder? Weg. Okay. Will nicht mit mir spielen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Da vorne ist Gast. Wir gehen mal zu dem hin. In der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn wir haben in dieser Folge schon genug rumgetrüttelt. Ich wollte gerade sagen, ist der auf der Haltestelle hängen geblieben. Oh, da sitzen welche drin. Passagier. Heißt er deswegen Passagier? Judy. Mit diesem wunderschönen Wasserfall im Hintergrund. So, ne? Okay, dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Was macht den Papa Bär da hinten? Ja, das ist, wenn der haut. Der ist ein bisschen sauer, oder? Das gucken wir uns das nächste Mal näher an. Aber zuerst gehen wir zu Gast. Genau. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das wollte ich eigentlich sagen. Okay, ciao.